Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood. Su macht es jetzt lautlos. Noch gar kein Gegner hier. Schade. Perfekt. Habt ihr gesehen, wie lautlos sie hier vorangegangen ist? Ja, ist sehr gut. Da hinten gibt es eine Kiste. Aber wir sind wieder hier, okay. Das war der Abschnitt, wo man so gut wie gar nicht schaffte überhaupt. Aber hier gibt's auch hier ist es nicht komplett voll am Anfang. Ja, das kommt erst da hinten. Ja, die Riesendinger sind mit der neuen Waffe jetzt immer so kräftig. Das ist ja der Proto-Hund, der was hier auch da ist. Das ist ein neuer Hund. Aber da oben gab es noch Münzen, so wie ich weiß. Das war da, wo wir uns so oft verlaufen haben, mit dem halben Gefängnis und den Slums. Jetzt können wir auf lautlos machen. Schießen wir die nicht alle? Das sind politische Gefangene. Bitte schön. Ah, die Drohne hat mich gesehen. Ja, die Drohne. Sonst hat es fast geklappt. Ich hab den Typ abgeknallt, der dich gerade gesehen hat. Hier unten sind Münzen. Achso, mit deinem Schwert, aber das lange. Mit deinem Schwert? Messer. Was du gesagt hattest. Kannst du kommen. Ich töte gerade die Typen ab, die hier alle angestürmt kommen. Geschützt. Und wieder nicht. Diese Kugel jetzt da nicht wirken? Need you. Tee. Dankeschön. Bitteschön. Da oben im Fenster saß gerade so ein großer. Oh. Ah, da oben ist auch ein Jäger. Es fehlt der Raketenwerfer. Das stimmt. Werf doch eine Granate rein. Die Waffen sind eher fast. Wenn du da schon hinschleichst. Hast du gerade? Hey, ja. Sauber. Der Jäger! Der gehört dir. Ja. Unstoppable. Oh. So, da unten hoch ja, ist die Münze. Ihr habt ja noch ein paar Versuche. Ja, noch ein paar Stunden, ne? Ah, hier oben ist auch eine Münze. Meere. Hey, das hätte geklappt, wenn diese dämliche Drohne nicht da gewesen. Die Drohnen sind auch kacke. Ja. Ich habe den Typ extra weggemacht, der dich gesehen hat, bevor er Alarm schlagen konnte. Nee, hatte ich. Das ist gut. Hatte ich unter Kontrolle, aber die Drohne. Aber ich glaube, in diesem Spiel ist das auch nicht so. Nö, im anderen war es wertvoller. Da hast du einfach dann den General weggemacht, dann war gut. Aber irgendwie hier kann er jeder Alarm auslösen. Ist ja vollkommen egal. Da unten war in der Hütte waren die Münzen, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, dann. Ich bin hier unten. Ja, aber ich dachte mal, wir müssen hier durch, aber doch nicht, oder was? Doch, irgendwie da. Da ging es doch wieder durch. Wo waren das? Und wieder nicht. Ja, ja. Bei den Reifen? Ja. Oder von Heilers Henker.
Ich bin ja so stolz auf euch. Was ist da, waren Tüten drin? Nur hübsch weiter auf die Jagd, Mädels. Da sind mindestens noch zwei Leute. Ach ja, der letzte wollte. Aber der guckt, das war fast. Ich höre gar keinen Alarm. Ja, das muss man jetzt schon gelten lassen. Wenn es keinen Alarm schlägt, dann haben wir es geschafft hier. Fertig aus. Aber hier in der Laserschneide, das hat wir schon mal. Nein, wir waren da, dann haben sie gesagt, die haben keine Batterien, dann muss man das in der Batterie holen. Ach so, ja, yeah, okay, hast recht. Hier war aber auch irgendwo eine Hütte, wo man reinrennen konnte. Hier. Oder aufschlagen. Und da oben war nochmal eine. Die Tür liegt im Weg. Aha, die Tür. Da oben auf dem Balkon. Hier oben war doch noch mal eine. Oder? Da! Bei mir war sie nicht move. Da hast du die einfach so durchgeschmuggelt. Batterien. So. Wir müssen jetzt dieses Laserteil da aufladen. Oh, hier kommen Gegner. Ja. Yeah. Das war ja frech. Nach dieser Regime-Bastarde Plattatz gibt's kein Morgen, Schwester! Ohne Flickdumm. Er versteckt sich. Ja, yeah, knack! Aua! Wird mir gerade seinen Rücken geschossen? Geht drauf. Boah. Hier sind doch alles mal mit den Alarmdingern hier. Oh, was ist das da unten? Ach, da, ich glaube, da ist noch der Protohund. 4 Charakterfähigkeiten. Okay. Ich habe angeblich 8, dann gehe ich drauf, dann sind es einfach nur einer. Was soll das? Ich glaube, du kannst 4 Sachen verbessern noch. Ach so. Okay. Oder 8. Willst du auf den Knopf drücken? Ich drück auf den Knopf. Dann guck ich mal, wie ihr die Tür jetzt hier wegquatscht. Ja, wir haben's geschafft, Jeff. Oh, schönes Loch. Ja. Gute Arbeit, Mädels. Ihr könnt Bruder 2 jetzt durch den Untergrundeingang betreten. Dürfte helfen. Okay, machen wir nachher. Jetzt machen wir den Protohund. Der müsste auch hier sein. Seid klasse. Ich weiß, warum euer Vater so große Stücke auf euch hielt. Vielen, vielen Dank. Machen wir noch? Was machen wir noch? Den Bruder. Den machen wir als letztes. Wir machen noch die letzten Nebenmissionen hier. Bobo. Okay. Einfach so. Mhm. Ach ja. Doch nicht laufen. Es fehlt ein Sniper-Gewehr mit. Ja, Schwester! Du bist die Beste, verdammt! Alles gut, da machst du einmal Feuerwerk und. Aber den Typen, also wenn du den Rücken erwischt, der geht richtig gut. Boah, der schießt dann auf dich! Schützturm. Ja, geschützt. 2. Frech. Nicht getroffen. Aber die Waffe ist schon ein bisschen lächerlich. Machen wir gleich auf, dann können wir nachher direkt reinlatschen. Ja, die Laserdinge, der ist hart. Ja. Eine Mission habt ihr gesagt, nicht eine Stage. No, das ist doch gleich hier alles erledigt, dann können wir den Turm danach machen. Nee, komplett schleich. Der war gut, oder? Ja. Hier ist so eine Brille und so. Oh.
Kannst du die jetzt auch mitnehmen? Ich geh einfach. Wo ist die Brille? Da drinnen oder da draußen? Hier. Moment. Ich kann hier. Hier drinnen gibt's was zum Lesen. Hier gibt's eine Diskette. Ich muss noch jetzt kurz zeigen, wo die Brille ist. Auf dem Dach oder im Wasser oder wo? Hast du entschlüsselt gleich? Was? Entschlüsselt? Nee, hab ich noch nicht. Hier ist Computer direkt daneben. Ich weiß. Ich wollte mal erst die Brille holen, bevor du vergisst, wo sie ist. Ja, und dann ist es so schnell vergesse hier. Ich erinnere dich an die letzte Diskette, was ich wollte. Die war da. Hier oder da oder drüben. Vielleicht auch dort. Da hast du mir gesagt, die zählt für beide. Das habe ich auch gedacht, weil ich dachte, das wäre ein gutes Spiel. Kisten der Regimepolizei in der Gefangenenareal. Okay, entschlüsseln. An alle, wir haben da noch nicht zwei Kisten der Regimepolizei in Areal 4 für politische Gefangene aufgestellt. Eine der Kisten ist in einem Container. Ihr Code ist 7144. Es gab noch eine Kiste in einem der Container, aber die Terroristen scheinen sie gestohlen zu haben. Wenn ihr sie findet, könntet ihr mit dem Code 1983 öffnen. Hermann. Also, wenn wir eine Kiste finden, können wir sie öffnen. Hast du diese Dinger hier schon gesehen? Welche diese Dinger? Die Hamster-Motorräder. Ja, die gab es doch schon im alten Wolfenstein. Damit bin ich doch abgehauen, bevor ich die Atombombe hier gezündet habe. Den durftest du fahren? Ja, im Video. Wow. Oho, ich habe den Überhammer aufgenommen. Habe ich jetzt auch easy. In meinem Inventar. Easy kills. Hier ist noch eine Kiste, hast du die gesehen? In dem Ding, wo die Diskette war? Nein, da wo man Bruder 3 aufmachen kann. Achso, ja. Aber ich dachte, wir gehen da hin. So, denk dran, wenn du eine Statue von Monsieur Hitler siehst, ach, mitmachen. Ja, die habe ich uns vergessen. Wir haben eine schon von. Oh. Ein paar hundert. Was sagt ein Konto? Komm mal her zu mir. Komm. Hier rum. Komm. So weit komme ich nicht. Langt. Komm rein. Der hat mich wieder voll gespreadert. Manchmal klappt das für den Nahkampf gar nicht. Manchmal schon. Was ist denn das? Nur ein Geschützturm. So schnell wie das Geschoss, dann dachte ich, es wäre ein Geschützturm. Naja, nee, Schrotflinte war kein guter Gegner, aber. Ich hatte keine Waffe draußen. Und das mit dem Messer klappt halt irgendwie. Okay, nein, hier hat mir. Achso, nee, das war schön. Da, ein Geschützturm, wie ich es gesagt habe. So lol. Aber gekillt habe ich das Schrotflintenheim. Fast hätte es ihm Damage gemacht. Ja, das mit dem Nahkampf. Das ist so komisch. Jemand trifft mich, ich weiß nicht wo. Und bin eigentlich zu blöd dafür. Lasermaschine, Maschinensoldat. Ach, jetzt habe ich ja nicht mal die Messer. Traurig. Guck mal hier, der ist. Hey, hast du ihn jetzt Verstärkung? Weggemacht? Ja, Verstärkung. Die Waffe ist richtig. Oh ja! Irgendwas schießt hier immer noch. Ist der Große schon weg? Weiß nicht. Du machst die total Platz so. Oh, ich hab die ganz fette Waffe. Ja, jetzt hab ich noch den Laser, den Großen. Wechsel die Position. Läuft. Ja, ich glaube, der ist auf dem Turm. Da ist auch noch eine Kiste.
vorne da so rein. Kommandant. Geschützturm. Wo ist das her? Auf dem Dach oder was? Ne, im Turm drin. Da müssen wir hier hoch die Tür. Wolfmann. Achso, ach, das ist die Kiste. Ah, ne, die müssen wir, aber da kommt der Hund raus, ne? Vielleicht. Oder auch nicht. Geht's dir gut? Ne, ich nehm Tee. Was ist denn das für ein Zeichen? Ah, das ist der Turm. Ah, das ist die. Hast du die Waffe jetzt? Nö, welche, ne? Waffe? Mit den Dingens da. Zum Aufmachen. Ich glaube, die fehlt mir noch. Ich kann mal gucken. Ich glaube, die da ist es auch nicht. What the fuck? Die war's nicht! Ne, die hab ich noch nicht. Aber da vibriert die ganze Erde. Mich hat's auch weggefetzt. Es kann aber sein, dass wir die Waffe jetzt nachher im Cooler 2 kriegen. Jawohl, vielleicht. Hier unten gibt's noch Münzen. Mädels, der Panzerhund, nach dem ihr sucht, ist in einem der Container. Ihr müsst sie durchsuchen. Ach. Hier rede ich nicht, die Frau. Ja. Wo ist der Container? In der U-Bahn-Station. Hier bei mir. Also da unten, besser gesagt, ja. Yep. So, machen wir den nächsten Container auf. Ich glaube, nur einer von dem hast du. Hilf mir mal, ich krieg das nicht alleine hin. Bin sehr gespannt. Aber? Der letzte natürlich. Ja. Danke, Jess. Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Ach was. Holt sie euch, bevor das System zerstört. Okay. Ja. Ach, du hast den Laser benutzt, ne? Oh! Armes Hündchen. Suchen wir nach der Blackbox. Okay. Jetzt haben wir da wieder eine Maschine. Dürfte nicht so weit weg sein. Ich hol sie mal kurz. Keine Bewegung! Halt! Ja! Geht klar! Wechsel Position! Ach, du bist schon hier. So. Ich dachte, die wären noch weg, aber ich glaube, sobald dann Missionen, wir sind ein bisschen weiter weg, dann spawnen da auch gleich die Soldaten wieder. So, Enigma-Maschine, Hammer. Enigma-Maschine ist unser. Stark. Und jetzt wieder zurück, ne? Halt, halt. Wir müssen zur U-Bahn-Station. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Mission hier und dann können wir Bruder 2 machen. Aber wir haben direkt da vorne eine aufgedeckt, das heißt, wir haben sie nicht weit. Heute machen wir es mit Plan, oder was? Jo. Nachdem ich ja, nachdem wir gerafft haben, wie das, was man bei den U-Bahn-Stationen Dingern auch sieht, was man machen kann, kann man es auch noch mal planen machen hier, ne? Weil das müssen wir nicht in die Katakomben, ne? Das ist ja auch so direkt. Warum sollten wir dann wieder dahin? Achso, ich dachte, wir sind Datenschreibend. Nö, können wir nachher alles auf einem Blag machen. So, wir sind bei wo sind wir denn gerade? Bruder 2 jetzt hier.
Sender. Nee, das war falsch. Zum Geil sind wir eigentlich hier. Ariel 4, ne? Hier sind wir. Nee. Hä? Scheiße, wo sind wir eigentlich gerade? Ja, 4, ne? Bruder 2, okay. Irgendwas mit Bruder 2, da müssen wir gucken, was es hier noch gibt. Hier, Kleinbell. Gefangene hier, okay, dann sende, reiche den verlassenen Außenposten, betritt den Untergrund, haben wir auch wieder. So, dann müssen wir da. Gibt es mehrere Möglichkeiten in den Untergrund, wenn ich das richtig sehe? Mädels, die Macht des Regimes über die Welt schwindet. Aber sie haben Europa noch fest im Griff. Wenn sie Paris verlieren, können wir uns auch die Crest holen. On peut le faire. Nur mal gut zu wissen, ne? Es ist Paris, danach Rest der Welt. Das ist eine normale Einstellung, oder? Weiß ich nicht. Okay. Ich hab doch nicht gesagt, nimm über. Halt, stopp. Ich hab doch was anderes ausgewählt. Hier sind noch. Betritt den Untergrund. Das da. Das da wollte ich. Raus in die Mütze. Was für Mütze? Münzen. Die hab ich doch vorhin gesagt, du sollst ja einsammeln. Das sagt, machen wir nachher. Du meinst die anderen. Von den anderen Münzen muss ich nicht. Nicht. 23 Meter. Wer kommt? Ja. Ach, hier. Okay, wo wir das noch reingesprengt haben. Oh, hast du die Kiste hier gesehen? Jep. Ich dachte, die meint. Bruder 2. Alles gut. Die Sachen leichter werden, wenn wir die Brüderdinger kaputt gemacht haben, weil wir nicht mehr so viel Verstärkung haben? Man weiß es nicht. Man wird es sehen. Ja gut, ich weiß es auch nicht, weil wir werden ja halt immer, wir halten mehr aus. Yay, Taschenlampe. Oh, okay. Der Untergrund ist sehr groß. Ich gehe mal in die Richtung. Dann kannst du da nicht unsichtbar bleiben. Länger auf jeden Fall. Oh yeah. Regas. Geht's dir gut? Nee, weiß nicht, was war das denn jetzt schon wieder? Ich hab vibriert. Oh, Dante. Auch jetzt. Schildert ihr? Das sind Probleme, die ich erkenne. Bleib mal in der Nähe von mir, wenn es geht. Geh da weg, nicht in die Kreuzung rumstehen. Warum? 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 Weil er könnte von drei Richtungen auf dich schießen. Ja, aber wenn keiner kommt. Da stand einer. Der ist nur die Treppe nicht hochgegangen, weil er feige war. Großer. Hinter uns! Da kommen sie wieder, da kommen sie wieder. Okay. Wir müssen mal die Reichweite vergrößern von den Dingern. Von den Dingern? Unsere Fähigkeiten, uns gegenseitig zu heilen. Das kannst du aufwerten. Ja. Könnte man machen. Oder von der Taschenlampe, das wäre auch eine Mache. Ja, dafür musst du ein das Level erreichen und Geld haben. Stimmt. Ich habe gerade einen Fähigkeitspunkt, ich guck mal, was
wann ich das kann. Ich habe noch 4 Punkte, pass mal auf. Verstand. Deine Distanz des Gegners wird auf 20 Meter erhöht und die Ablenkzeit wird auf 25% gesetzt. Nehme ich. Jetzt kann ich es von weiter weg machen und es geht schneller wieder. Wo ist es? Bei Verstand. Oh, Level 35. Ich auch. Dann kann das die Waffen wieder verbessern, oder? Kugelgewehr, was war das jetzt? Ja, es geht. Man kann das Kugelgewehr jetzt wieder auf Maximalding bringen. Oh, konnte ich schon vorher? Keine Ahnung, ich denke mal. Ich hab nicht alles aufgewertet ins Raum. Hä? Ich hab doch das erweiterte Magazin. Acht Punkte. Ja, du bist ein bisschen sparsam, ne? Nee, ich finde das nicht. Was findest du nicht? Da oben ist es doch. Der ist dein Leben erweitern. Ganz oben. Da. Okay. Das, was du gar nicht hast. Ja, wozu? Warum? Wir fallen ja nie um, ne? Die Sätze kannst du auch noch. Nö. So oft was? Wie. Was? Kein Wunder, fällst du ständig um. 150. Ich hab 200. 200. Das ist nur für Noobs. Ja. Gerade weil du immer reinbrichst und im Nahkampf gehst, dachte ich, du wärst schon lange aufgerüstet. Dass du auch was aushältst. Nö, ich habe ja vorher gespart, dass ich gleichen kann, damit das Sinn macht. Führe runde mal die Geste aus. Yeah, Errungenschaft. Sind da vorne 2 Gegner? 3. Ja. Ach ja, ich wollte die Waffen. Na, jetzt kommt schon wieder nicht dazu, die Waffen. Ich mir immer das gleiche, ich muss ja gucken, was das bringt, ne? Außerdem habe ich mir dann überlegt. Was ich nehmen soll. Nein, hier ist ein Laser und zählt das auch als Hund? Nur wenn er explodiert. Okay, verdammt. Der Hund zählt übrigens nicht. Wir haben übrigens keinen bis jetzt, also. Ist gut. Also du hast jemanden mit Pistole gekillt. Einmal, wo man es nicht wusste, ja. Guck mir nicht mal das gleiche an. Warte mal, wir können die neuen. Ja, ich hab's gemerkt. Wir können die neuen Waffen verbessern. Die fetten. Laserkraftwerke und was, wir können es noch stärker machen. Schwere Spule. Was war hier? 1000. Meine Fresse. Ich bin pleite jetzt. Aber das Laserding ja, ist auf volle Pulle jetzt bei mir. Aber ich sehe nie, wo ist das? Was? Ob man jetzt auf Stufe 1 oder 2 ist. Wenn Aufwerten nicht mehr da ist, hast du schon gekauft. Ja, was heißt, wenn aufwerten? Dann muss ich auf jede Waffe, dann muss ich auf jedes Mal drauf. Jede Waffe, jedes einzelne Ding, so habe ich es auch gemacht. Ich habe halt immer eine Waffe auf einmal fett gekauft. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass man sieht. Guck mal rechts, wenn du über die Waffen drüber gehst. Was sieht man da? Stier, Tempo etc., da siehst du schon. Und Stier-Set plus 10%, wenn du ein komplettes Set hast. Hm.
Aber steht ja nicht, dass ich auf Stufe 1 oder 2 habe oder whatever. Nee, nicht, aber du, vielleicht gibt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall steht da, dass du, wenn du drüber fährst, wo du was hast irgendwie. Umständlich sein muss, hat das so. Auf geht's. Nee, gar nicht. Nee, ich muss nur mal gucken. Wenn das so komisch gemacht ist, kann ich nichts. Hast du gehört, soll stehen bleiben? Doch. Oh, bist du vorgerannt. Ja, oh, Alter. Ich hab schon mal Blut gefressen. Komm hier runter zu mir. Komm, komm doch. Komm doch. Still doch. Wir haben auch drei Leben. Oh, fuck. Das Problem ist, ich sterb auch gleich, weil... Mach jetzt. Mach einfach weiter, was du machst. Dann bring dich doch um! Aber ich wollte erst in gute Deckung kriechen. Ja gut, die hier sind härter, habe ich nicht mit gerechnet. Hey. Ich liege. Ja. Kannst du? Ja. Hinter dir. Hab ich gesehen. Oh, ich bin da auch. Boah, Alter. Rüstung. Kann ich. Hab ich dir gerade gegeben. Du bist Leben. Hey, aber die sind ja echt härter. In der Regel kann man das Spiel nicht ernst nehmen. Die sind doch 36! Da steht doch nicht. Ja, aber dran. Normal läuft da überall durch und es ist einfach sowas von scheißegal. Da rechne ich doch nicht, dass die auch. Das hier ist auch das Boss-Level! Oh, Hund auch noch. Hund. Hund ist weg. Zum Glück habe ich die Schrotflinte aufgewertet, hey, meine Fresse. Und den Laser gerade. Tobi sollte mal Overwatch Ranked spielen, wenn er hier schon so toxisch ist. Jo. Aber ich glaube, das ist. Münzen! Was? Nix für ihn. Ich glaube auch nicht. Zu wurde zwei verlassen. Oh, Elektro. Da können die plötzlich was. Zu krass. Tja, damit rechnet doch keiner. Nee. Oh, hier kann man wegschauen. Eigentlich nicht. So, jetzt hier weggesprungen. Denn. Da muss hier auch was drin sein, oder halt doch nicht. Wow. Ich glaube, das ist ein anderer Weg, hier rauszukommen. Ja. Hä? Was soll denn das? Ja, wir können zum Ausgang. Naja, vom Zusammenbruch nach der ersten Runde. Ja, aber dafür musst du ja auch gewinnen wollen. Das ist dann was anderes. So, ich beende diese Aufnahme und starte gleich die nächste für die nächste Folge. Mach jetzt gut. Tschüss, tschüss. Oh, Moment. Der zweite Turm, der von General Luther Brandt gebaut wurde. Nach seiner Errichtung 1969 sollte er dem Regime-Militär in Paris als Transportknotenpunkt dienen. Dort werden große, schwere Maschinen verwahrt. Also seid vorsichtig.
große, schwere Maschinen. Okay. Leute, in der nächsten Folge sehen wir dann große, schwere Maschinen. Macht's gut. Tschüss.